So geil. Ja? So, hier, wisst ihr mal. Das ist auch die Härte hier, ja? Politisch sind die Menschen frei. Wirtschaftlich arbeiten. Ja, die sind frei. Da ist keiner frei, Mann. Wir sind alle nicht frei. Solange wir von so einem Wichser regiert werden wie Obama, Putin, Merkel und so weiter. Ja? Da können wir nicht frei sein. Ne? Also ich bin natürlich frei. Das sagt ja schon mein Name Frank. Frank der Freie. Ne? Ist so geil. Ja, vorhin haben sie sich wieder beschwert über die Hooligans in Frankreich da. Ne? Dazu kann ich nur Folgendes sagen. Ja? Da haben sie im Fernsehen gefragt, ob vielleicht zu wenig Sicherheitspersonal. Da frage ich mich, sind die bescheuert? Natürlich war da zu wenig. Ich würde die Hooligans gar nicht ins Stadion lassen, Mann. Ja, das ist das, was ich nicht begreife. Wieso lässt man diese Wichser überhaupt drin? Ins Land. Ja, weil die haben ja schon vorher, bevor die EM überhaupt angefangen hat, randaliert. Das sind typisch Engländer. Das sind so eine Drecksäcke. Überall, wo die hinkommen, machen sich die Stress. Ja, das ist typisch für die Engländer. Die haben noch den Empire im Kopf. Ja, so ist es. Die haben sich auch in Berlin scheiße benommen. Ja, ich kann mich noch genauer daran erinnern. Die haben Hausverbot gekriegt im Sly. Die Amerikaner durften drin. Ne? Aber die Engländer haben wir rausgeschmissen. Weil die sich so scheiße daneben benommen haben. Ja? Und so ist, ich kann nur eins sagen, das liegt eindeutig an den Regierungen, wenn irgendwo Krawall ist. Ja? Wenn man kein Krawall haben will, dann muss man den verhindern. Ja? Nicht? Ja, Mucha, ich das schon höre hier, diesen Scheiß, Mann. Ja, da geht's um Südafrika. Ja, wer da für mich jemand ist, den ich wirklich gut leiden kann, ist der Nelson Mandela. Ja, den kann ich gut leiden. Ne? Warum kann ich den gut leiden? Naja, weil der für seine Überzeugung ins Gefängnis gegangen ist. Sich hat nicht unterkriegen lassen. Und er ist nicht verrückt geworden, obwohl er jahrelang in Einzelhaft gesteckt wurde. Ja, das sind für mich Menschen, aber noch nicht so einer wie Nico, was nur ein Arschloch ist, der lauter Pickel auf dem Rücken hat. Ich kann nicht anders. Ja, der kann mir echt einen Puckel runterrutschen und was Manuel und Ronny angeht, also Freitag ist erledigt, ja, vielleicht zur nächsten Soundparty, wenn ich endlich mit die beiden klarkomme. Ja, solange ich mit die beiden nicht klarkomme, hat das keinen Sinn. Ja, ich lasse mich doch nicht weiter verarschen von die Bäden. Ja, okay, tschüss. Das ist so geil, weil die sich immer einbilden, wer ich wohl bin. Ja. Mann, ich kann nur sagen, es weiß keiner, wer ich bin. Ja, keiner. Dafür habe ich gesorgt. Ja. Versteht ihr das? Das musste ich machen. Ja, ich muss genauso tun, wie ich tue. Damit mir nichts passiert. Das ist reiner Selbstschutz. Ja? Weiter nichts. Und ich passe halt auf mich auf. Ja? Auf mich braucht sonst keiner. Also auf mich braucht niemand aufpassen. Ja? Weil ich das schon selber tue. Da kann man sich drauf verlassen. Okay, tschüss.